Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in einem Vorgestellt und zwar die dritte Vorschau und Island Tale, der Tavernensimulator. Und ja, ich habe alles soweit vorbereitet. Wir haben da Essen, wir haben hier Getränke, ich habe gespült und ich weiß nur noch nicht, ob ich jetzt die Schenke aufgemacht habe. Das könnte sein, dass wir das noch nicht gemacht haben, ne? Genauso ist es. Dann wollen wir das mal umdrehen, damit dann Leute kommen. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Logo und dann auf den Großbildschirm, ne? So, da hinten kommt schon der erste dann. Wir wollten eigentlich hier noch was kaufen, ging aber nicht, weil wir kein Geld haben, ne? Was braucht man? Eine Schippe oder sowas war das, ne? Hier, ne, eine Axt war das, die war weg. Also das heißt, wir müssen erst was einnehmen. So, wann ist der da? Ah, dauert noch einen Moment. Gut. Mal schauen, was der will. Achso, wir haben noch einen Tisch. Wir können hier noch schnell einen Tisch hinstellen, ne? Dann lass uns gerade ins Inventar gehen und jetzt habe ich den auf das. Warte mal, das war vielleicht jetzt. Wird schon passen, oder? Gehen wir auf 3. Das ist ein Zweiertisch nur. Okay, ich dachte, da sitzen 4 dran. Ne? Da wäre schlecht. Da gefällt es mir dann auch nicht. Ja, komm, dann machen wir es doch hier so hin. Dann können sich da noch welche hinsetzen. Hey. Gerstenbrei. Dann setze ich natürlich da hinten hin, ist klar. Gehen wir da hin. Oh, yeah. Und hier haben wir Starkbier. Wunderbar. Ja, iss mal, damit ich spülen kann. Ah, der nächste kommt auch schon. Hier geht da unten hin. Oder die. Kerstenbrei. Dann gucken wir zu, dass wir das hier hinbringen. Dreckiges Geschirr haben wir. Kam da nicht gerade noch einer rein? Hier liegt noch ein schäbiger Apfel. Ich dachte, da wäre noch jemand gekommen, aber ist wohl nicht so. Ach, das war der jemand, der da rausgegangen ist. Okay. So, keiner da. Das heißt, wir können gerade spülen. Starkbier. Kommt der nächste, die setzt sich hier hin, sehr schön. Gerstenbrei. Ich glaube, wir müssen schon wieder Gerstenbrei machen dann, ne? Ah, vielleicht können wir den Gerstenbrei hier vorne auch hinstellen, ne? Das machen wir mal. Hi. Starkbier. Okay. Da steht der Becher. Was war das für ein Jingle? Also das Essen ist fertig. Und dann machen wir den Laden zu, weil ich glaube, wir müssen eigentlich die Achsen leisten können, oder? Gerstenbrei zweimal, okay. Haben wir hier nicht. Okay. Ich glaube, da machen wir mal zu. Da kommt noch einer. Lass die da noch rein. Setze ich hier unten hin. Und da brauchen wir auch noch einen Gerstenbrei. Und bitteschön. Und da hinten kommt zwar noch jemand, aber wir machen ja auch gerade zu. So, Essen. Axt kaufen war das, ne? Jetzt geht er dahin auch schon weg.
So, und dann Verbrauch, Axt. Der geht, okay. Die geht auch. Können wir hier aufräumen. Aber im Endeffekt müssen wir da hinten hin. Und dann auf der 3 das hier aufräumen. Kehre zu, Vorschau zurück da. Hello, Scary. You don't have to remind me about it every time. The job is done. Yeah, this place. It's time to plant something. But that's illegal. Though I know a couple of guys who have seed. No, I don't plan to grow it. Where can I get seeds? Well, it's a pity. Wild corn grows nearby. Thanks. I'll go look for it. You're welcome. Okay, finde wilden Mais-Samen. Wo finde ich jetzt den wilden Mais-Samen? Vor allem im Dunkeln ist es schwierig, ne? Ah, wahrscheinlich da, ne? Und der dritte ist noch weiter weg. War es gerade ein Pilz da? Naturpilz. Was ist das? Smaragdpilz, okay. Jetzt langsam hell, kann er sein. Auf jeden Fall sind wir zur Vogelscheuche zurück. Good. Hey there, I've got the seed. Are those the ones? The ones. Wow, I wasn't hoping. Plant. Can you tell me? Maybe they're. You plow the ground with a hoe, plant it, water it with a watering can, fertilizes to your taste. You. Understood. Seems fairly simple. I'll take care of it. Oh, I can't wait! Jetzt brauchen wir wohl als erstes eine Hake, oder? Oder eine Hacke? Müssen wir wahrscheinlich auch wieder was kaufen dann, ne? Die hat er dann. Und dafür haben wir wieder kein Geld wahrscheinlich, oder? Greetings, traveler. Ja, 200, ne? Hm, erst wieder was kaufen. Können wir was verkaufen? Eine Axt, ne? Jetzt haben wir 150 mehr. 190 mehr. Na, guck mal, das können wir auch verkaufen. Dann machen wir das doch mal. Jetzt haben wir hier jetzt Gerstensamen. Und da haben wir Maissamen. Okay. Mach das weg. Das ist nur Müll. Gut. Wie viel gibt es hier für 60 und hier für 100? Okay. Ein voller Eimer gibt es. Anders wie leerer Eimer, auch sehr interessant. Ach, habe ich die Hacke jetzt gekauft? Glaub nicht, ne? So, jetzt haben wir die. Auf der 5 liegt die. So, jetzt können wir bestimmt den Acker bewerten. So, jetzt müssen wir nur die Samen noch haben, ne? Mal so, oder? Auf der 7 sind die Maissamen. Die haben wir jetzt nicht mehr. Aber 6 haben wir noch was. Gut. So, und jetzt brauchen die Wasser, oder wie wir das düngen? Aber womit düngen? Good luck, good luck. Okay, mit der kann man gerade nicht reden, ne? Also Wasser wird es nicht sein, oder? Können wir ja mal probieren. Die wächst von alleine.
Düngen. Ja, weiß ich nicht, wo wir Dünger herhaben. Kriegen wir das auch gekauft? Mal schauen. Mal schauen, ob er Dünger hat. Wer weiß, was Dünger ist, ne? Greetings, Traveler. Zucker, Zucker, Bierfass, Hopfen, Fass mit Trauben. Das ist der Schwein. Hier sieht es nicht nach Dünger gerade aus. Die Gießkanne haben wir noch nicht freigeschaltet, alles klar. Ja, der Rest ist auch noch nicht da. Können wir noch was verkaufen jetzt hier erst? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir könnten höchstens noch was wir kaufen als Lebensmittel hier. Gerste brauchen wir noch. Ja, kannst du erstmal wieder aufmachen, wenn, ne? Ersten Mal haben wir nicht. Müssen wir hier holen. Vier Stück können wir auf einmal tragen. Okay. Okay, das ging auf einmal. Das ist cool. 160 sehen unser Geld oben. Ernte den ausgewachsenen Mais. Mhm. Okay. Keiner da. Ernten wir gerade den Mais. Good day to you. Hello, Kamra. What is it that has grown? Corn. I see it's corn, but it should be. But that's illegal. So what if they put you in jail for 20 years? I've been here over 100 years and... You know, I'm a great cook. I can make some... Okay! Boiled corn is very popular now. Hmm, it's new to me. I will wait here. Okay, gucken, wer da ist, wenn wir bedienen können. Da hinten sitzt auf jeden Fall schon jemand. Hey. Starkbier. Da können wir mal das hier nehmen, dann ist das weg. Das Abgestandene kriegst du jetzt. Oh, yeah. Mhm. Kerstenbrei. Okay, haben wir nur einen Teller? Gekochter Mais. Kochen. So, jetzt haben wir Mais auch. Jetzt haben wir Starkbier. Wow, good. Er kriegt es mit dem Besen hier, der muss raus. Und die auch. Hey, yeah. Kerstenbrei. Haben wir keinen mehr, ne? Das wird jetzt knapp dann. Hier ist noch ein Gerstenbrei, dann kriegt er doch noch einen. Hier machen wir zu. Ist geschlossen. Die gehen auch alle weg. Jetzt bestimmt, wer ich das zugemacht habe, ne? So, warte mal. Jetzt muss ich zur Vogelscheuche mal gerade gehen. Die wollte doch was haben, oder? Good day to you. Good luck. Good luck. Jetzt, good luck, good luck. Ach so, ich muss den Mais mitbringen, ne? Boiled corn, a trendy novelty. Even though it's not a magic weed. Have a nice snack. How about growing some magic weed? How about growing some magic weed? Okay, jetzt haben wir das schon mal selber gemacht, das ist auch schon mal was. Da sitzt noch einer, den müssen wir noch verjagen. So, jetzt sind wir hier ein Stück weiter, aber so wirklich. Jetzt haben wir da Mais auf der Karte, den können wir vielleicht mal draufsetzen jetzt vorübergehend. Vielfalt ist jetzt 29%, alles klar. Benötigt Teller, jetzt müssen wir noch spülen.
Wir haben kein Geschirr, aber kein Wasser, aber wir können trotzdem noch spielen. Ja, ich denke mal, wir können jetzt hier mal so ein Fazit machen, weil das ist ja die dritte Folge, die dritte Vorschau und das sollte jetzt reichen. Ich denke, es ist eigentlich ein ganz nettes Spiel für zwischendurch, aber was Besonderes ist es nicht. Vielleicht tut sich im Spiel noch ein bisschen mit der Zeit noch ein bisschen verbessern, indem vielleicht man Bedienstete einstellen kann oder sowas, das weiß ich nicht. Jetzt hier ist es so ein bisschen ja langsam sozusagen, man muss so viel noch selber machen. Ist jetzt nicht so prickelnd am Ende, dieses Spülen hier und Bedienen. Man flitzt immer hin und her. Eigentlich wäre ein bisschen mehr Abwechslung so und Automatismen wären vielleicht ganz gefragt. Aber vielleicht geht das mit der Zeit, das weiß ich natürlich nicht. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, das ist, ja, man muss jetzt Wasser einfüllen. Ich habe kein Wasser. Das heißt, ich renne jetzt erst raus, hole Wasser. Wenn ich das Wasser habe, gehe ich wieder rein. Das kann man ein, zwei, dreimal machen. Aber irgendwann hat man da noch dann genug davon, das so zu machen. Ne? Das macht dann keinen Spaß. So, jetzt müssen wir hier zum Beispiel, damit wir wieder pflanzen können, müssen wir hier hacken. Ne? Das sind alles wiederkehrende Arbeiten sozusagen. Ne? Und das machst du auf Dauer nicht. Ne? Das ist auf Dauer ist das fade. Ne? Das kannst du machen, wenn du nichts zu tun hast, Zeitvertreib. Ne? Das ist alles, aber sonst auch nichts. So, und dann gehst du hier wieder rein. Jetzt hast du hier Essen, ja, und... Ja, du brauchst Bedienstete, du brauchst Leute, die das für dich machen sozusagen, damit du das dann managen kannst. Hier ist noch eine Schüssel. Ja, jetzt ist die Frage, was machst du dann noch, ne? Jetzt gehst du wieder raus, gehst wieder zum Händler, guckst, was der Händler hat. Kannst du was Sinniges noch kaufen hier? Gerste, Starkbierfass, Zucker, Zuckerrohr. Vor allem, ja, es gibt noch ganz viele verschiedene Sachen, die wir noch gar nicht kennen. Das kommt noch dazu, aber, ja, was ist das andere hier? Maissamen können wir jetzt hier mal kaufen und Gerstensamen können wir kaufen. Jetzt einmal oder fünfmal gekauft, das ist die Frage. So kommst du halt an Gerste. Klar, es ist günstiger, wie den Sack selber zu kaufen. Dauert halt seine Zeit. Musst hier aufrüsten, kannst hier noch Waffen mehr haben für die Monster, die da mal schon einmal hatten. Dann kannst du ja noch andere Kartoffelsamen, Karottensamen haben. Ja, das sind alles so Sachen. Wenn du aber hier jetzt zum Beispiel das Geschäft noch weiter ausbaust, bedeutet das ja, du hast noch mehr Stress und mehr machen. Du kannst noch mehr Tisch und Stühle haben, dann kannst du noch mehr bedienen, ja. Aber es muss ein Automatismus irgendwo herkommen. Das ist das, was mir hier fehlt, ne? Ja? Guck mal, das will er noch nicht mal mehr kaufen, oder was? Naja. Gut. Da wissen wir dann schon mal Bescheid. Ja. Was bringt's, ne? Nicht so wirklich viel. Also es ist ein entspanntes Spiel bestimmt dann. Man kann ja auch klein bleiben oder so. Man kann sich hier das Essen hinstellen. Hier muss man jetzt wieder gucken, dass man das runternimmt. Ja, jetzt hast du wieder keinen Teller, jetzt musst du dich wieder um den Teller kümmern, das ist das nächste dann, ne? Jetzt hast du da einen hingestellt, jetzt musst du aber hier eigentlich wieder spülen. Wasser rein und weiter spülen. So, und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Das ist zurzeit, würde ich sagen, ist das jetzt nicht das Ding, was ich favorisiere, dass ich solche Sachen immer wieder machen muss. Na, jetzt kann ich hier wieder einen holen. So, jetzt kann ich hier das nächste Gericht machen, kochen. Habe ich so viel Mais? Ich brauche 5 Mais, habe aber nur einen. Gut, das wird nix. Das heißt, ich kann hier schon zurückgehen, dann kann ich nur den Gerstenbrei machen. Da habe ich von... Und Wasser habe ich auch noch. Gut, dann kann ich den wieder kochen. Ja, aber was ist zum Beispiel hier? Ach, Ebersteak könnte ich jetzt mal. Da brauche ich aber den Azurpilz. Okay, den hatten wir letztens noch. Wir müssten aber los in die Landschaft und uns das besorgen, ne? Ja, und dann ist noch die Speisekarte, die dann da ist, ne? Die kannst du hier dann sehen. Dann, okay, es gibt da noch gewisse Sachen, die du hier machst. Aber so... Ja, ist nicht so wirklich die Zukunft. Es ist kein schlechtes Spiel. Das sieht grafisch zum Beispiel ganz nett aus. Das mit der Vogelscheuche ist auch ein Dingens, ne? Der will immer Kraut haben, ne? Dann weiß ich nicht, das haben wir jetzt nicht. Vielleicht kriegt man das später auch noch, dass man das machen kann. Weiß ich nicht, muss mal gucken. Okay, ich würde sagen, wenn euch so ein Spiel interessiert, dann könnt ihr das kaufen. Wenn er das als Zeitvertreib macht, macht das auch Sinn. Dann ist es ganz lustig, aber... Das monotone Wiederkehrende wird eine Langzeitmotivation nicht geben. Das ist das, was ich sagen kann dazu. Aber okay, das ist eigentlich ein ganz nettes Spiel in dem Sinne. Ne? Guck, die Kerze schick, hier die Essen dampfen. Es hat was. Ne? Es gibt natürlich noch zig Räume, die man hier auch freischalten kann. Dann wird es auch noch eine zweite Etage geben und so. Wer weiß, was da noch alles kommt. Müsste man mal auf Dauer gucken. Aber für so eine Vorschau hat es halt nicht weiter gereicht.
Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an. Wenn ihr das Video auf anderen Kanälen teilt, wäre sehr nett. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.